Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video ging es ja darum, dass wir hier diesen ganzen Garten angelegt haben. Das war bis gestern, also den Zaun haben wir gestern gestellt. Und jetzt heißt es natürlich fleißig wässern. Ich habe die Grundwasserpumpe jetzt gerade wieder zum Laufen bekommen. Das ist immer voll der Akt, weil man muss jetzt immer Wasser in das Rohr, wo es raussaugt, auffüllen. Dann im richtigen Moment die Pumpe anmachen, damit sie überhaupt erstmal Wasser hat zum Pumpen, weil die kann keine Luft ziehen. Das heißt, man muss immer Wasser vorfüllen, damit die ziehen kann. Das mache ich halt jetzt zweimal täglich. Ich habe aber Amazon Rückschlagventil bestellt. Das müsste ja eigentlich jeden Moment kommen. Und dann kann ich das da verbauen und dann sollte das eigentlich wegfallen. Dann bleibt aber das Wasser in dem Rohr stehen, also in der Theorie natürlich. Aber aktuell werde ich immer schön nass dabei, was ja bei den jetzt Temperaturen hier im Frühling eigentlich gar nicht schlecht ist. Und ich werde mich jetzt hier mit dieser Rinne hier unten beschäftigen. Hier unten habe ich ja in dem Baggervideo kurz erzählt, dass ich das hier unten im Kompressor sauber gemacht habe. Und ich werde das Ganze jetzt nochmal machen. Einfach, um sicherzugehen, dass ich wirklich keine krassen Krümel mehr habe da drin. Das heißt, ich gehe wieder mit dem Staubsauger von der Seite hin, mit dem Kompressor von der anderen Seite und fuße das noch einmal frei. Und da unten, da ist wirklich einfach zwischen Hauswand und Beton einfach nichts. Ist einfach komplett hohl. Kein Wunder, dass da so Feuchtigkeit hochzieht. Das heißt, was ich jetzt dann machen werde, ist, ich habe mir hier von Würth wieder hier den 1K Premium Schaum für Pistolenanwendung. Den möchte ich da unten reinmachen. Der soll keine Wasserdichtigkeit bieten. Der soll einfach nur Halt bieten für das, was ich danach drauf mache. Und da drauf mache ich dann nochmal Brunnenschaum, falls diese andere Abdichtung dann nicht hält. Also erst das als Grundlage, dass mein Zeug nicht einfach in den Schlitz reinfällt. Dann diese Abdichtung und dann Brunnenschaum oben drauf, falls die andere Abdichtung nicht gut ist. So der Plan. Das heißt, wir fangen jetzt erst einmal mit sauber machen, machen dann das da rein. Das muss dann erstmal aushärten. Dann muss ich noch ein paar andere Sachen machen. Dann können wir vielleicht im Bad drüben weiter putzen. Putzen, also mit Putzen meine ich verputzen. Und putzen sind wir noch sehr weit weg. Und dann können wir hier die Abdichtungen später vielleicht drauf machen, weil das hier, das braucht ja nur ein paar Stunden, um hart zu werden. Das ist ja, glaube ich, sogar mit Wasser anhärtend, die neuen hier. Mit Wasser schnell härtend. Und da ist ja noch ein bisschen Feuchtigkeit, deswegen passt das ja eigentlich ganz gut. Und dann können wir Zeug da drauf schmieren. Das zeige ich dann aber, wenn es soweit ist. Da ich jetzt wirklich schon sehr lange keine Werbung mehr für die Säbelsäge gemacht habe, muss ich sie jetzt auch wieder benutzen, damit ich auch da unten ordentlich hinkomme. Dann muss jetzt hier dieser Balken weichen. Der muss sowieso ganz weg, aber ich mache den erstmal nur da unten weg. Weil er halt hier unten komplett vergammelt ist. Also ich meine, da sieht man schon, dass es hier einfach keine Abdichtung gab, ne? Oh Mann, Trauerspiel. Also das ist auf jeden Fall krass gepfuscht worden hier. Ich habe ja jetzt da unten drinnen nicht so viel Platz. Deswegen mache ich mir hier mal die Düse sauber. Man darf hier überall außen lang gehen. Allerdings, was ihr nicht machen dürft, ist hier mit der Spitze vorne rein. Weil dann macht ihr die Düse kaputt und es funktioniert nicht mehr richtig. Das heißt, ihr könnt außen sauber machen, aber innen drinnen nicht. Innen drinnen könnt ihr es einfach hier einmal irgendwie an der Wand oder so reiben. Dann ist es auch offen. Also das ist kein Problem. Und ihr dürft halt nicht vergessen, immer wieder zuzudrehen, weil sonst ist eure Pistole kaputt. Ich mache das jetzt noch schnell sauber und dann geht's los. Und weil es einfach hier mit dem Kopfband am besten sichtbar ist, kommt jetzt wieder auf meine Stirn. Ich fühle mich damit immer maximal hässlich. Aber egal. So, gut schütteln. Normalerweise kann man hier vorne auch noch so einen kleinen Schlauch dran machen, aber den habe ich natürlich nicht mehr. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie gut wir hier unten reinkommen. Also ich denke mal, das kann ich gar nicht so vorsichtig drücken, wie ich gerne würde. Es geht ja vor allem einfach um die tiefen Löcher, dass mir da mein Zeug nicht drinnen abhaut. Hier hinten in der Ecke geht's ja sogar, aber weiter vorne ist richtig übel. Wenn das Zeug dann einigermaßen getrocknet ist, kann man das ja auch schön wegschneiden. Ich meine, hier seht ihr das zum Beispiel. Hier ist ein richtig fettes Loch. Und da geht dann noch einiges rein hier. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das lösen würdet. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Da unten ist natürlich jetzt echt kacke hinzukommen. Da wäre jetzt dieser Schlauch, der hier eigentlich dran gehört, ganz geil gewesen dafür. Also so sieht das Ganze jetzt aus hier. Noch mal ein bisschen näher. Und an manchen Stellen, also hier zum Beispiel, ist ja wirklich nur ein kleiner Spalt. Das ist in Ordnung, aber teilweise waren ja richtig fette Löcher. Sowas wie hier zum Beispiel, da ist jetzt richtig viel drin. Und es geht ja wirklich nur darum, dass diese Masse, die ich dann da reinmachen will, das ist diese hier, die soll halt nicht runterlaufen. Und ich weiß nicht genau, wie dickflüssig die ist, aber da muss ich auch noch einen Pinsel kaufen, weil ich dachte, ich habe nur einige Pinsel, aber ich habe gar keinen Pinsel mehr. Und jetzt kann das trocknen, dann schneide ich alles, was überflüssig ist, ab und dann wird das Zeug da reingeschmiert. Dann trocknet das und dann können wir mit dem Brunnenschaum noch eine Lage machen und dann auf den Brunnenschaum kommt dann unser Estrich. So der Plan. Während ich jetzt gerade hier das gemacht habe, kam hier das Rückschlagventil für den Garten. Rückschlagventil heißt einfach nur, da ist so eine Membran drin und wenn das Wasser in Fließrichtung gezogen wird, also wenn die Pumpe läuft und hier zieht, dann wird diese Membran nach hinten gedrückt und das Wasser geht durch. In dem Moment, wo die Pumpe ausgeht, flutscht er zurück, da ist eine Feder drin und blockiert das Ganze. Dadurch sollte man verhindern können, dass unser ganzes Wasser immer einfach nach unten weg sackt, in dem Moment, wo die Pumpe ausgeht. Und dadurch muss die Pumpe dann erstmal mal, keine Ahnung wie lang, wieder laufen und befüllt werden, das, was ich vorhin erzählt habe, damit das wieder kommt. Das möchte ich jetzt hiermit vermeiden und sollte das Ganze auch lösen. Und ich glaube, dass ich sogar das richtige Gewinde dafür habe. Das werde ich jetzt mal gucken, weil nachher fahre ich zum Baumarkt und dann schaue ich danach. Ich habe hier letzte Woche quasi heimlich hier das Rohr, was von hier rüber ging und dann hier runter weggebaut.
Wir sind hier nämlich genau unter dem Gäste-WC. Da muss ja natürlich, weil da auch genauso ein WC wie im Bad hinkommt, musste das ja alles weichen und da muss ein neues Rohr hin. Dieses neue Rohr kommt dann irgendwo hier raus. Deswegen habe ich mir hier die Bütte hingestellt. Allerdings habe ich jetzt überlegt, cooler wäre es natürlich, wenn dieses fette Rohr nicht hier lang gehen müsste, sondern irgendwo hier am Rand runterkäme. Jetzt habe ich überlegt, das hier irgendwo zu machen, weil ich dann einfach nur hier runter, hier rüber und hier reingehen kann. Außerdem ist mir leider, man, wie es hier drin halt, nur wegen diesen Containern, ist mir hier von diesem Plastikrohr am Rand was eingerissen. Ich zeige euch das mal eben. Dieses Hartplastikrohr hier, was quasi die alten HT-Rohre sind, wollte ich eigentlich gerne nicht mehr nicht anfassen müssen. Weil die sind zwar stabil und halten, aber wenn man da sehr, sehr viel Kraft anwenden muss, um irgendwas kaputt zu machen, dann gehen die kaputt. Und unter anderem halt hier. Genau hier, wo der Dichtring halt normalerweise drin sitzt. Und hier war kein Dichtring, sondern es war komplett rundherum verklebt. Und dann ist mir bei dieser Klebung weggemacht, das hier eingerissen. Jetzt war meine Idee, dass ich das hier wieder klebe und dann einen Dichtring reinmache, damit ich hier in der Horizontalen keine Schiebemuffe habe. Weil noch schlimmer als eine Schiebemuffe, die vertikal ist, ist eine horizontale Schiebemuffe. Meiner Meinung nach. Und das gilt es halt immer, das ist halt die absolute Notlösung. Das gilt es halt einfach immer zu vermeiden. Und dadurch, dass wir jetzt hier vom Klo keinen krassen Druck haben, der hier runterkommt und einfach ein Fallrohr haben, was auch wirklich in die Richtung weggeht, habe ich mir jetzt gedacht, dass ich das lieber so löse, als hier horizontal eine Schiebemuffe einzubauen, weil es einfach anfälliger ist. Aber cool wäre es halt, wenn ich irgendwo hier runterkommen könnte. Dieses Rohr hier brauchen wir nicht mehr, da war früher ein Waschmaschinenanschluss, aber einen Waschmaschinenanschluss haben wir jetzt hier nach hier unten verlegt. Deswegen kann ich das hier auch noch kappen. Das hier ist das Zurohr fürs Gäste-WC, also quasi Spülung. Kaltwasser, das heißt, das muss bleiben, das darf ich auch nicht kaputt machen. Aber wenn ich hier einfach mir ein Rohr hinmache, oder hier, dann müsste ich hier zwar so eine komische Kurve machen, aber dann wäre das trotzdem in Ordnung und wäre hier drin. Also ich muss mir das nochmal oben angucken und dann können wir hier weiter entscheiden. Ansonsten natürlich wieder hier und hier rüber. Ich meine, das ging ja hier auch. Aber irgendwann wird hier halt keine Heizung mehr drin sein, sondern irgendwas Erneuerbares. Und dann hat man halt dieses Rohr da, andererseits ist nicht schlimm. Und diese beiden Rohre hier, die kann ich auch noch wegmachen. Die brauchen wir ja nicht mehr. Wir brauchen nur noch diese beiden kleinen Ölrohre. Alles, was bis dahinter geht, kann komplett weg. Das ist alles tot. So sieht das Ganze ja jetzt von hier oben aus, also ein Stockwerk höher quasi. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das hier entkernt habe, dann müsst ihr euch Video 1 angucken. Oder Video 2, also beide. Oder einfach beide gucken, weil ist ja cool, ne? Hier ist eben dieser Wasserstrang, den ich euch gerade gezeigt habe. Da zapfe ich auch die ganze Zeit Wasser. Also das ist quasi mein einziger laufender Wasserhahn hier im Moment. Und hier ist das Wasserrohr. Das muss ich nicht wegmachen. Das kann hier einfach in der Wand bleiben, weil hier ja wieder der Vorbau davor kommt. Und deswegen kann ich mir auch aussuchen, wo ich hier runterbohre. Das ist das Coole daran. Dadurch, dass hier der Vorbau hinkommt, genau wie hier drüben, kann ich auch mein Klo hier hinstellen und trotzdem mein Loch hier haben, weil ich hinter der Wand eben mein Rohr einfach hier rüberführen kann, ohne Probleme. Das ist das Coole an diesem Aufbau. Und jetzt habe ich überlegt, dass ich natürlich gerne hier rüber gehen würde und ich denke, dass es auch darauf hinauslaufen wird. Weil natürlich könnte ich das unter der Decke darüber führen und dann rüber und hinter und runter. Aber ich glaube, hier ist einfach schöner, weil da hängt es unten nicht unter der Decke und es ist einfach hier komplett weg und man muss sich keine Gedanken mehr drüber machen. Hier in der Ecke ist ja übrigens auch eine Steckdose und da geht ein fettes Kabel gerade nach unten. Im Keller ist dieses Kabel aber nicht. Das heißt, ich befürchte, dass das hier durch den Estrich läuft. Wir wollen ja Fußbodenheizung machen, das heißt, es wäre äußerst unschön, wenn es da unten laufen würde. Aber ich denke, das Risiko eingehen, weil ich denke, also sie werden es wahrscheinlich nicht diagonal gelegt haben, sondern irgendwo am Rand entlang. Dann müssen sie aber einmal irgendwo rübergegangen sein. Ich werde nochmal suchen, ob ich unten irgendwo ein Kabel finde, aber wenn nicht, dann ist es halt so. Die Steckdose da brauchen wir auch eigentlich nicht mehr. Ich würde mir dann vielleicht hier eine neue Steckdose irgendwo hinlegen, wobei im Gäste-WC braucht man eigentlich generell keine Steckdose. Aber heutzutage ist es ja wahrscheinlich besser, eine zu haben als nicht. Deswegen, also eigentlich wäre die cool da, aber dann könnte man sich hier eine Steckdose hinmachen und vielleicht hier ein kleines Lämpchen hinstellen auf diesen Podest, der dann hier entsteht oder so. Deswegen würde ich die schon gerne erhalten irgendwie, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht, dann muss ich mir ein neues Kabel hier reinziehen. Ich meine, die Dose ist ja direkt da oben. Also ich schließe jetzt meine Stemmmaschine, um das Loch hier zu stemmen, einfach mal hier an. Und wenn ich keinen Strom mehr habe, dann weiß ich, dass ich das Kabel getroffen habe. Ich zeichne mir jetzt natürlich trotzdem erstmal hier mit meinem Rohr im Kreis an und dann werde ich da drumherum freistemmen. 17 cm habe ich mir aufgeschrieben, komme ich hier sowieso weg. 17 cm steht die Wand, vielleicht hole ich die, aber 17 cm von hier oben. Und das hier sind nochmal 2, also 19 cm. Das heißt, da wo es jetzt steht, ist eigentlich nicht schlecht. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass das Ganze an der Wand ist, damit ich noch ein bisschen Spielraum habe zum Stemmen. So, da ist mein angezeichneter Kreis. Und ich stemme jetzt großzügig da drum weg, damit ich dann unten mir einen neuen Kreis zeichnen kann zum Bohren. Also, ich habe doch eben noch gesagt, ich wette, das Kabel geht hier nicht diagonal rüber. Hab ich eben gesagt, richtig? Und wo geht's lang? Diagonal hier rüber.
Also kann ich mein Rohr wohl nicht da lang führen. Oder ich mach's mir, hol mir das Kabel noch weiter vor und führe es hier links hoch. Weil dann die Ecke muss ja nicht mehr mit dem neuen Setup dann. Guckt euch das an. Da ist das Kabel. Nicht genau, was das soll. Der legt den Kabel da lang. Was allerdings ganz gut ist, ist, dass dieses Kabel 5 cm unter der Estrich-Oberkante ist. Und ich fräse ja nur 18 mm tief oder so. Das heißt, dieses Kabel sollte auf jeden Fall überleben. Könnte jetzt natürlich sein, dass hier irgendwo die eigentliche Betonplatte den übelsten Knick macht. Und deswegen dann das Kabel an der hohen Kante ist. Das werden wir dann beim Fräsen sehen. Das kann ich jetzt nicht vermeiden oder so. Dann müssen wir halt immer noch ein neues Kabel legen. Deswegen will ich jetzt auch demnächst fräsen. Das heißt, ich muss auch einmal den Boden hier abschleifen. Dann Nivelliermasse noch machen, teilweise. Eigentlich nur im Bad und hinten im Wintergarten. Dann können wir fräsen. Dann können wir den Boden nämlich dann schon quasi so fertig machen, dass wir dann nur noch Wände machen müssen. Und sicher sein können, dass wir dann mit dem Boden machen nichts mehr kaputt machen, womit wir wieder in die Wände gehen. Ich denke, ich werde jetzt dieses Kabel einfach nach links hochklappen, also aus der Wand rausholen, hochklappen und dann kann ich doch mein Rohr da runterführen. Ich habe es jetzt erneut angezeichnet, da unten drinnen, habe das Kabel hier hochgezogen, habe im Keller 3 Bütten hingestellt, dass mir eben nicht da unten alles voll sifft. Sifft, naja, siffen nicht, sondern staubt und bauschuttet. Und jetzt werde ich anfangen, hier großzügig zu bohren. Dann ist das auch schon gemacht, ziemlich gut. Und dann jetzt wieder ewig lang bohren. Bei der ersten Bohrung kein Stahl erwischt. Das muss ein Wunder sein. Das muss wirklich ein Wunder sein. Das passiert normalerweise nie. Ich hatte wieder einen kleinen Denkfehler. Und zwar habe ich wieder von der Wand gemessen. Aber die Kellerwand ist ungefähr 8 cm dicker als diese Wand. Das wiederum führt dazu, dass wenn ich hier runterbohre mit 8 cm Abstand zur Wand, ich in der Wand lande. Wo bin ich gelandet? In der Wand. Also muss ich hier oben noch mehr freistemmen. Meine Löcher nach hier ausweiten. Da habe ich natürlich unten ein paar Löcher in der Wand. Aber ich habe wirklich, da sind Kabel und ich habe die um Millimeter verfehlt. Um Millimeter. Also bei dem einen habe ich ein bisschen Isolierung weggemacht, aber es ist egal. Ich stemme mehr frei und dann bohre ich weiter. Also diesmal läuft es wesentlich besser als drüben. Ich habe hier mein schönes Langloch schon. Da unten seht ihr die Armierungseisen noch. Aber jetzt muss ich halt hier noch bohren und dann kann ich das unten mit der Flex bearbeiten. Und dann fällt mir das schön durch und ich kann mein Rohr direkt einschäumen. Wobei, vielleicht kaufe ich mir nochmal ein 50 cm Rohr, weil das wäre ein bisschen Verschwendung, wenn ich das da reinmache und dann die Hälfte abschneide. Ich wollte euch eigentlich filmen, wie ich das Ding rausmache am Ende. Aber jetzt ist einfach eben unten rausgefallen. Vielleicht muss ich doch die Kamera einmal laufen lassen und unfassbaren Datenmüll erschaffen. Diesmal ist auf jeden Fall mein Loch groß genug. Passt jetzt einfach so durch. Wesentlich besser als beim letzten Mal, wo ich dann noch eine Dreiviertelstunde oder so versucht habe, die Ecken freizustemmen. Das macht das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Und jetzt müssen nur noch da unten die Bewährungseisen weg. In die anderen Löcher, da mache ich einfach ein bisschen Bauschaum rein. Dann kippe ich oben wieder Beton rein. Das gleiche werde ich wahrscheinlich hier mit dem Rohr auch machen. Weil nur Bauschaum, dem vertraue ich nicht so ganz. So sieht das hier unten aus. Hier seht ihr das, wo ich in die Wand gebohrt habe. Seht ihr schon, hier ist jetzt schon eine fette Staubschicht. Lass mal jetzt hier das wegschneiden. Okay. Mann, da ist richtig Spannung drauf hier. Sehr gut, wieder ein weniger. Der hier ist schon mal los. Naja, ich habe noch eine größere Scheibe, weil noch größer als die hier. So. Verloren. Ich bin voll im Metallspielen. Beste. Okay, also ich gehe jetzt zum Baumarkt, um die Sachen zu kaufen, die ich brauche für die ganzen Sachen, die wir noch so vorhaben heute. Und die beiden Damen hier, die ihr auch schon vom Tapete abmachen, aus Video 3, glaube ich, die kärchern hier heute. Und um es statt besser zu machen, haben sie ja erstmal schlimmer gemacht und haben den Boden gekärchert. Jetzt klebt alles an der Wand. Da kann man ruhig mal klatschen. Und los. Es ist wohl ziemlich undicht da, da muss ich nochmal gucken. Wenn ihr euch jetzt hier das hier anguckt, ich habe jetzt hier ein Rückschlagventil eingebaut. Dadurch kann das hier nicht mehr leer laufen und dadurch, wenn ich die Pumpe jetzt anmache, habe ich sofort Druck und es läuft. Und vorher war 20 Minuten vor, zurück, links, rechts, probieren, Wasser rein, zurück. Jetzt muss ich nur noch mir irgendwie eine gute Konstellation hier von den ganzen Springern ausdenken. Weil ich habe jetzt da einen gemacht, da hinten in der Ecke einen, der hier. Ich habe da noch einen stehen. Aber irgendwie muss ich das nochmal sinnvoll timen, dass es gut funktioniert. Aber jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Guten Tag, es ist Sonntag, der 5. Mai oder so. Damit ihr wisst, wo wir ungefähr hier zeitlich sind. Ich mache heute ein paar kleine Sachen, damit ich morgen eben weitermachen kann. Und unter anderem eben mache ich hier Grundierung, damit ich morgen dann diese Dämme hier drauf machen kann. Und es kommt gleich jemand hier Terrassenplatten abholen um den Pool. Weil hier sollen ja auch überall andere Terrassenplatten hin. Diese hässlichen Waschbetonplatten sollen weg. Das heißt, jetzt kommt gleich jemand, holt sich davon ein paar. Und am Freitag kommt dann jemand und holt den ganzen Rest ab. Also mal sehen. Wenn da gleich die Person kommt, vielleicht kann ich die Kamera hier aufstellen, dass ihr das sehen könnt. Aber ich kratze jetzt erstmal hier den überschüssigen Schaum weg, weil ich ja hier dann das nur als Unterlage brauche. Und dann sauge ich das hier alles wieder weg, weil mir fällt jetzt natürlich auch wieder Dreck dahin. Und dann kann ich anfangen, das hier zu grundieren
Mit richtigem Haftgrund. Na, Baba, Sie? Willst du mir helfen? Freue mich auch, dich zu sehen. Also im Normalfall würde ich die Grundierung jetzt hier wieder, die hier nehme ich ja wieder, die will ich hier im Quast auftragen, aber damit komme ich nicht da in die Ecke rein. Deswegen werde ich die jetzt hier wieder reinfüllen und dann einfach hier unten einmal lang sprühen. Grundierung kommt jetzt hier drauf, weil ich habe jetzt hier zwar gesaugt, aber da ist immer noch so viel loses Zeug drauf, was damit halt einfach gebunden wird. Und dann haben wir auch eine bessere Haftung am Ende. Ja, also ich denke, egal was ich hier mache, es wird auf jeden Fall besser halten und wasserdichter sein als das, was vorher da war, nämlich nichts. Und da ist der Typ, der die Terrassenplatten holt. Da. Ah, es funktioniert auf jeden Fall ganz gut hiermit. Ich mache jetzt auch ordentlich was rein, also kann ja jetzt dann ordentlich trocknen. Schön blau auf jeden Fall. Die Grundierung, die muss jetzt erstmal einziehen und trocknen. Das heißt, hier können wir morgen mit weitermachen. Ich habe jetzt gerade nochmal auf der Packung gelesen, da soll man noch ein Dichtband in der ersten Schicht mit verwenden. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen kann, weil es so uneben ist, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Und ich weiß auch nicht, ob dieser eine Eimer dann ausreicht. Wir werden aber sehen. Ich überlege mir da nochmal was, da setze ich mich nachher nochmal dran. Jetzt werde ich aber erstmal mit was Frischwasser angeht, weitermachen, weil nämlich hier zwei Hähne sind, die funktionieren nicht. Und also die Hähne funktionieren schon, aber im Keller, der Hahn, um die Leitung aufzudrehen, das ist kaputt. Dafür habe ich aber gestern ein Ersatzteil gekauft. Da wollen wir gleich mal zusammen gucken, ob wir das eingebaut bekommen. Das hier ist das Ding. Ich habe gestern versucht, das aufzudrehen oder vorgestern. Und dann kam einfach alles raus. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen habe ich dieses Ersatzteil hier gekauft. Das sollte genau das sein. Sieht auch ganz gut aus. Das heißt, ich drehe jetzt hier das Wasser ab. Nehme hier den Druck von der Leitung hier drüben. Ja, und jetzt will ich einfach mal das hier aufdrehen in der Hoffnung. Heute ist natürlich ja auch Sonntag, das heißt, wenn ich es nicht hinbekomme, dann kann ich das Wasser nicht wieder aufdrehen, aber dann ist es halt auch. Maulschlüssel wäre hier wahrscheinlich besser. Geht aber. Pisst es natürlich raus und lasse die Leitung leer laufen. Also der Eimer war jetzt gerade fast voll und dann hat es aufgehört. Ich natürlich noch das hier runterkriegen. Nice, das drehen wir wieder zu hier. Dann können wir das hier jetzt theoretisch ohne Probleme rausschrauben. Stehe ich nicht nach. Jetzt drückt natürlich, klar, jetzt drückt natürlich das Wasser aus der Leitung nach. Ich pack das jetzt hier erst aus. Ich muss ja zum Glück nichts eindichten, sondern das einfach nur tauschen. What? Also sowas hier habe ich auch noch nie getauscht. Das hier muss wohl mit raus. Jetzt sieht es nämlich genauso aus. Jawohl. Jetzt kann ich einfach das hier reinschrauben. Yeah. Übrigens das ganze Ersatzteil, also wenn ich das hier komplett getauscht hätte, hätte es 17 Euro gekostet bei Bauhaus, wieder völlig überteuert. Und das Ersatzteil hat jetzt, glaube ich, 7 Euro gekostet. Das ist ja in Ordnung. Dreht es jetzt hier nochmal zu, den Hahn. Hier habe ich ja zugedreht. Das hier ist auch zu. Tropft schon mal nichts. Also das ist eine relativ lange Leitung, deswegen kam auch so viel Wasser da raus. Mal gucken, müsste sich jetzt aber auch ausgleichen vom Ton her. Es sei denn, ich habe den Hahn oben offen gelassen. Mal kurz warten hier. Ich gehe mal hochgucken. Also hier habe ich ja 5 Bar auf der Uhr. Das heißt, hier sind auch 5 Bar. Oben an den beiden Wasserhähnen sind ungefähr 0 Bar. Da plätschert es immer mal mit einem Tropfen raus. Das heißt, irgendwo müsste hier ein Nadelöhr sein, was jetzt keinen Druck durchlässt. Ich weiß aber nicht wo, weil nämlich im Poolhaus, wo noch ein Hahn ist, den man auf und zu drehen kann, so wie den hier, der ist auch offen, der lässt sich auch noch normal bewegen. Verstehe ich nicht. Ich lasse das jetzt mal laufen und guck mal, ob sich oben dann ein Druck aufbaut. Das Einzige, was ich mir sonst vorstellen könnte, ist, dass irgendwo ein Rohr gebrochen ist im Boden. Das ist ja natürlich unschön. Da muss ich mal ums Haus laufen und gucken, ob ich da irgendwas höre. Aber erstmal gucken, ob es aufhört zu laufen, weil das, wenn es aufhört zu laufen, ich meine, ihr hört jetzt dieses Rauschen, wenn es aufhört zu laufen, dann wissen wir ja, dass da kein Druckverlust ist. Dann ist ja hier kein Durchfluss mehr. Aber dann muss ich halt erstmal diesen Druck aufbauen. Aber normalerweise, wenn man halt eine Leitung aufdreht, macht so ein Tsch, dann macht einmal dieses Geräusch voll. Also ich habe jetzt im ganzen Haus keinen Druck mehr. Was ich überhaupt nicht raffe. Super strange. Aber ich denke, es ist einfach, weil da irgendwo Luft ist. Naja, ich mache auf jeden Fall erstmal hier weiter. Mir ist hier also Bauschaum gestern hier oben reingemacht und die Löcher, die ich schlecht gebohrt habe. Ist natürlich ganz viel Bauschaum hier auf meinen Deckel gefallen. Aber zum Glück hatte ich einen Deckel drauf. Und ich dachte mir, ich bereite jetzt schon mal hier einfach den Übergang hier vor. Also von hier rein. Damit ich das schon mal gemacht habe und ich dann oben hier wieder Beton um das Rohr gießen kann, damit es im Boden drin ist, damit ich dann was zum Schrauben habe für meinen Ständer, für meine Ständerwerkwand, die da hinkommt. Und ich habe mir da jetzt gestern hier noch einen Ersatzring gekauft, weil hier war ja kein Ring drin. Und der Ring, den mache ich jetzt hier rein, damit das dann dicht ist. Klingt logisch, oder? Macht man so mit dichten Ringen. Außerdem habe ich mir hier die Flutschäle mitgebracht, davon mache ich riesig viel rein, weil ich nicht will, dass hier das Rohr noch weiter reißt. So, und diese Dichtung, die wird einfach jetzt so reingesteckt. Die kann man auch nur in eine Richtung reinmachen, das seht ihr aber, sobald ihr das einmal gemacht habt. Weil in die andere Richtung macht es keinen Sinn. Also die hat auf der einen Seite so eine Schräge und dann flutscht das auch schön rein. Dieses Rohr hier soll ja oben ein ganz kleines Stück rausstehen. Wenn ihr da oben dann meine neue
Also mein Klorohr geht dann da oben da rein. Dieser Prozess mit diesen HT-Rohr-Fitting ist eigentlich relativ selbsterklärend. Also ihr guckt halt einfach, was ihr braucht, um den richtigen Winkel hinzubekommen, den ihr verbinden wollt, und dann steckt ihr es zusammen. Und dabei ist halt auch wichtig, dass ihr auch immer diese Schmatze hier drauf macht, damit es ordentlich flutscht und ihr nichts kaputt macht. Das ist eigentlich alles. Und dieses Ding hier ist natürlich hart im Weg. Das muss ich irgendwie versuchen rauszumachen gleich. Ich wollte es gestern schon abflexen, dann dachte ich so, ach, lässt es doch nochmal. Vielleicht brauchst du es ja noch. Von wegen. Ist mir nur im Weg. Aber um das hier reinzukriegen jetzt. Ach, hat funktioniert, würde ich behaupten. Aber das hier muss echt weg. Einfach rausgerissen hier. Mit Superkräften geht das. Ich habe jetzt hier gerade wieder mit der Säbelsäge mein Rohr auf die richtige Länge gekürzt. Und das kann ich jetzt einfach von oben. Und ich stecke das jetzt erstmal von oben durch. Von da stecke ich es jetzt durch und dann kann ich es hier unten da einfädeln. Das zeige ich euch vielleicht nochmal von nah. Also ich gehe jetzt kurz hoch und stecke das von oben rein. Also die Art und Weise, wie ich das jetzt hier gemacht habe, ist vielleicht ein bisschen inkonventionell. Aber ich mache jetzt hier wieder Schmatze drauf. Ordentlich Schmatze. Schön hier reinziehen. Ich wüsste ja gerne, woraus diese Schmatze gemacht ist. So, der Rest hier dran. Ich habe das hier noch angeschrägt wieder extra. Jetzt gehe ich hierher und ganz easy. Nicht. Will ich das hier reindrehen, das hier unten, das dreht sich natürlich mit. So, zack, Abflussrohr ist da. Jetzt, wenn man hier oben spült, geht es natürlich hier runter. Du machst so, ui, und dann geht es hier unten weg. Das war jetzt halt einfach die simpelste und ordentlichste Lösung für das Ganze. Undicht wird hier gar nichts sein. Da habe ich jetzt schon drauf geachtet, auch ohne, dass ich es nochmal klebe. Weil diese Dichtung jetzt, die ist echt gut gespannt. So, und jetzt kann ich hier einfach hergehen von unten. Habe ich mir hier den Schaum wieder mitgebracht. Schütteln. Irgendwo war hier doch auch der Deckel. Ja. Und jetzt schäume ich das hier von unten aus. Und dann kann ich das in ein paar Stunden von oben mit Beton vergießen. Hier wieder Spitze sauber machen. So. Bisschen aufdrehen hier. Und dann kommt nichts. Ah, jetzt kommt das. Es geht mir jetzt hier wirklich nur wieder darum, Halt zu schaffen, dass ich dann von oben Beton reinketten kann. Der Schaum, der soll jetzt nichts halten. Der soll dann einfach nur meinen flüssigen Beton aufhalten. Das ist alles. Deswegen trage ich das jetzt auch einfach irgendwie in so Schweißraupen auf, damit er mir nicht gleich wieder entgegenkommt. Ich gehe da jetzt natürlich nochmal von oben dran und gucke, dass es in Waage ist. Aber dann haben wir das auch schon gemacht und müssen hier kein hässliches Rohr quer haben, wie ich es ja befürchtet habe am Anfang. Und wer sich hier recht erinnert, weiß, dass ich noch von hier nach hier ein Rohr legen muss. Und da will ich mich jetzt dran machen. Und zwar ist mein Plan, hier rüber zu gehen, hier oben mit leichter Schräge lang, dann hier runter und dann hier hinten rein. Und zwischendrin wollte ich gerne noch ein paar Mal hier den Deckel runterwerfen, falls ihr euch das gefragt habt. Genau, und ich denke, ich fange hier oben einfach direkt mit einem 90 Grad Bogen an. 87 Grad Bogen natürlich. Da muss natürlich auch sofort wieder Flutsche drauf. Schmatze meine ich natürlich hier. Das Zeug, wie heißt das denn eigentlich? Ein Gleitmittel für Kunststoffrohre und Steckmuffen. Falsche Seite, aber egal, brauche ich ja eh gleich. Das sliden wir jetzt hier oben drauf. Oder halt auch nicht. Ja, hier ist irgendwo, ja, ich muss das nochmal entgraten vorher. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt hierfür alle Fittinge hier habe, aber ich denke, die meisten habe ich. Sowas ist eine schöne Aufgabe, die man nochmal machen kann, irgendwie abends oder so. Das ist so anstrengend, ist entspannt. Man muss natürlich sich Sachen überlegen, ob die dann am Ende auch wirklich gut sind, wie man sich das vorstellt. Achso, und ihr braucht natürlich das ganze Material. Also ihr seht, ich habe jetzt hier einfach so einen Haufen mit Fittingen und es ist auch eigentlich immer ganz gut zu haben. Ich meine, die kosten auch nicht viel Geld. Deswegen, aber einer hier kostet irgendwie 1,30 oder so. Und jedes Mal zum Baumarkt zu fahren und irgendwelche Sachen zu holen, je nachdem, wie weit ihr weg vom Baumarkt wohnt, ist natürlich wesentlich teurer, als einfach ein paar Fittinge auf Lager zu haben, quasi. So, ich weiß nicht, ich nutze jetzt noch einen 15er dran, vielleicht. Und dann kann ich hier oben dann wieder mit einem 87 Grad Bogen weitergehen. So, mit ein bisschen Gefälle. Da muss ich jetzt dann ein Stück Muffe eigentlich einbauen. Da habe ich aber nur dieses hässliche Ding und das ist wahrscheinlich zu lang. Für das Querstück hier hinten habe ich mir jetzt hier das ausgemessen, wie lang mein Stück sein muss. Da kommt es natürlich, wie ich die Säbelsäge spiele. Wenn ich ein anderes Werkzeug nehmen würde, wäre ja auch irgendwie komisch, ne? Das ist ein bisschen schade, dass dann so viel Müll da ist, aber ich habe jetzt gerade keine kürzeren da. Und ich glaube, ja doch, ich hätte eh ein Meterstück kaufen müssen. Ja, der Rest ist halt einfach Müll, aber gut, ist halt so. Wieder hier entgraten, einmal innen, einmal außen. Warum innen entgraten? Damit halt Sachen wie Haare oder so sich nicht da gut drin verhaken können. Und außen halt, damit es besser in den nächsten Fitting reinrutscht. Und dann am Ende, wenn es so aussieht hier, ist gut. Da habe ich ja je nach den von eben. Der ist drin schon mal. Und dann hier. Auch Schmatze. Ich muss mir hier wahrscheinlich irgendwo einen Deckenhalter hin machen, schätze ich mal.
weil mir das ja sonst einfach runterfällt, das Rohr, beziehungsweise auf Dauer irgendwie kaputt geht. Und es können Undichtigkeiten entstehen, wenn immer so ein Zug auf den Dichtungen ist. Deswegen ist es schon besser, wenn ihr die immer haltet. Und das hier kann ich jetzt einfach hier draufschieben. Zack, jetzt sind wir schon hier. Und ein bisschen Spiel hat man da auch immer, das seht ihr hier. Ich denke aber trotzdem, dass ich hier nochmal mit einem 15 Grad Bogen drauf gehen muss, weil nämlich das Rohr hier, das alte, mit einem komischen Winkel aus der Wand rauskommt. Und ich denke, dass ich dann einfach, weil damit habt ihr mal ganz gut Spiel und ihr habt natürlich auch direkt ein Gefälle mit drin. Mein Ziel ist ja jetzt irgendwo hier drüben rauszukommen, so dass das Fenster noch aufgeht. Tja, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Also dieses Rohr hier ist ja mein Plan, dann noch hier hinzumachen. Naja, okay. Aber ich denke, es ist eigentlich in Ordnung. Außer, dass ich hier höher muss hinten mit meinem Gefälle. Hier gehe ich jetzt sofort, ich stecke das jetzt einfach hinten schon mal drauf. Und jetzt kann ich das hier einfach anzeichnen. Ob ich das dann später nochmal anders mache, mal gucken. Ich habe auf jeden Fall hier so überall Gefälle drin. Hier hinten kann ich noch ein bisschen hochgehen. Fenster geht dann sogar noch auf. Bin damit noch nicht happy. Gut, aber die Länge hiervon, die ändert sich nicht mehr. Hier, da seht ihr jetzt, warum man einen Halter braucht. Ist drin. Vorerst kann ich das so lassen. Später will ich aber hier noch ein Adapterstück reinbauen, also einfach ein kleines Verlängerungsstück, dass das Ganze ein Stück höher kommt, weil ich finde, das ist kein Zustand so nicht schön. Und naja, da muss hier noch ein Deckenhalter hin, dann kommt das Ganze sowieso ein Stückchen höher hier. Hier brauche ich aber ein Gefälle, aber das habe ich ist auch gegeben so. Und dann passt das. Aber da ist es bei den Abflussrohren, bis auf das Duschrohr, welches sich ja hier befindet. Also das ist ja hier, das kommt ja hier raus dann. Dann ist es mit dem Abflussrohr eigentlich schon fertig. Hier muss dann noch so eine Rosette rein, dass man hier zusammen mit dem Zufluss für die Waschmaschine auch hier den Abfluss hat. Und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch das Duschrohr anschließen und dann sind die Abflüsse eigentlich alle geregelt. Richtig gut. Geht voran, echt. Vor allem dafür, dass ich im Moment nur 2 Stunden am Tag hier am Arbeiten bin. Bis auf samstags und sonntags halt, wobei sonntags eigentlich gar nicht. Oder immer mal nur kurz. Nee, aber gut, ich denke, dann höre ich auch für heute auf, weil der Bauschaum drüben braucht noch eine Weile, bis der ausgehärtet ist, bevor ich da Beton draufkippen kann. Und dann, ich mache jetzt den Sonntag für mich, ist jetzt 13 Uhr, dann mache ich Feierabend, habe jetzt 3 Stunden was gemacht und dann sehen wir uns morgen am Montag wieder.